Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Dienstag, dem 17. Februar, hier beim JFD Devisenradar. Und wir wollen uns nach dem gestrigen ruhigen Wochenauftakt heute gleich mal dem Pfund zuwenden, denn der ein oder andere wird es sicherlich auf der Uhr haben. Wir haben heute hier beim britischen Pfund ab 10:30 Uhr eine kleine Armada an News und das sehen wir jetzt einfach mal hier dargestellt. Sie sehen hier sehr schön 10:30 Uhr, immer wieder ein Tag, an dem das britische Pfund Aufmerksamkeit genießen sollte, sofern denn hier aus dem Königreich entsprechende Daten anstehen. Und heute sind es eben hier eine, oder ist es vielmehr eine Vielzahl an Daten, die das britische Pfund hier durchaus gut durchschütteln könnten. Wie das dann aufgenommen wird, ob die News eben gut oder schlecht reinkommen und wie der Preis darauf reagiert, das muss sich zeigen. Wir haben hier zunächst aber von der Wochentags Statistik her heute hier am Dienstag einen, ja, ohne viele Umschweife, sehr bullischen Tag. Gerade im Kontext zu den anderen Tagen ist dies hier mit Abstand der bullischste Handelstag beim britischen Pfund mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Also grundsätzlich hier eine positive Tendenz. Wir sind heute bislang 32 Pips gelaufen. Hier links sehen Sie den Stundenchart. Stundenchartintervall, eine Kerze, eine Stunde, und wir sind hier am Daily Pivot Point gescheitert und kommen hier gerade ein Stück weit zurück. Wir werden den Chart gleich auswerten, aber zunächst noch hier auf die Wochentagsstatistik. Sehr schön zu sehen, dass wir hier entgegen dem starken Dienstag am Freitag auch hier ganz, ganz klar schwachen Handelstag haben. Also hier am kommenden Freitag vielleicht aufpassen, wenn sich hier die positive Tendenz fortsetzen sollte, unter Umständen hier auch Short-Engagements suchen. Rein statistisch der Freitag dabei mal gar nicht so uninteressant. Doch schauen wir jetzt mal zunächst, was das britische Pfund, auch Kelbe genannt, eben unlängst gemacht hat, hier im Tageschart am besten. Wir sehen hier die Bewegungen seit eben den letzten Monaten und hier diese Bodenbildung knapp an der Marke von 1,50. Wir haben hier ein All-Time, beziehungsweise kein All-Time-Low, aber aus den Vorjahren ein Level knapp über 1,48, was hier als Unterstützungszone diente im Sinne dieser großen Abwertung. Und man sieht sehr schön, dass der Preis eben dieses Level nicht erreichte. Vielmehr wurde sich hier oder fand der Preis im Bereich 1,50 eine sehr, sehr schöne Stabilisierung. Und jetzt zieht er sukzessive Tag für Tag nach oben an. Wir haben hier sogar schon die Möglichkeit, kurzfristig einen Aufwärtstrend einzuzeichnen. Natürlich mit Bedacht, dass so eine schräge Trendlinie hier nicht den Schwerpunktcharakter hat, aber tendenziell hier sehr interessant zu sehen, dass wir schon mal eine Aufwärtstendenz eingeleitet haben, die hier eben auch einhergeht mit höheren Hochs, höheren Tiefs und so weiter. Jetzt ist natürlich wichtig, dass der Preis sich weiter emporentwickelt. Da könnten die News heute definitiv einen guten Anstoß liefern. Tatsache ist, wir haben hier im Bereich 1,56 knapp drunter ein sehr, sehr markantes Widerstandslevel. Das sollte das nächste Ziel auf dem Weg nach oben sein, sofern wir hier diese Kerze jetzt aus der vergangenen Woche hier vom Donnerstag nicht unterschreiten, dann wäre das hier eine sehr, sehr schöne Situation, dass der Markt hier sich tatsächlich weiter entwickeln kann. Auf Tagesbasis hier größeres Bild, aber achten Sie darauf, wenn die Kerze hier vom 12. Februar hier bei 1,5210 unterschritten würde, dann wäre natürlich hier A, die Trendlinie gebrochen und B, natürlich dann hier die Gefahr gegeben, dass wir auch hier diesen Support knapp über 1,5215, den ich jetzt mal darstelle, hier unterschreiten würden. Eine sehr, sehr schöne Supportzone, die sich hier definitiv als Haltezone markiert hatte, beziehungsweise herausgestellt hatte. Hier zunächst Widerstand, dann der Ausbruch, hier leichter Pullback und jetzt ging es weiter nach oben. Im Worst Case nochmal Rücklauf an dieses Level, aber da sollten wir tunlichst nicht runterfallen. Im Gegenteil, es würde sich jetzt nicht mehr positiv darstellen für eine unmittelbare Fortsetzung, wenn wir hier so tief zurücksetzen. Aber die News aus England können hier natürlich vieles bewirken und insbesondere natürlich auch eine stärkere Korrekturbewegung. Jetzt gehen wir mal in den Stundenchart dazu und schauen uns mal das kurzfristige Intervallgeschehen an. Da wird deutlich, dass wir letztlich hier am gestrigen Handelstag gerade zum oder am späten Vormittag hier einen erheblichen Druck erlebt haben, übrigens dann auch zu Großteil nur beim britischen Pfund. Das war das Währungspaar, was am gestrigen Handelstag hier tatsächlich einiges an Bewegung aufwies im Vergleich zu anderen Währungspaaren. Aber interessant ist das hier, wenn wir uns ein Stück weit zurückscrollen, und da will ich gar nicht so weit zurückgehen hier, bis Anfang Februar, dass wir hier einen Bereich haben, an dem wir jetzt notieren, knapp über 1,53,40, 1,53,50. Genau da sind wir jetzt angelangt an dieser Zone. Ein Stück weit tiefer, da erwischen wir noch mehr Kerzen. Und das hier ist definitiv ein Buying Level. Also, wenn der Preis sich hier stabilisiert, möglicherweise im Sinne der News auch gern mal nach unten durchspiked, das muss man wissen. Das britische Pfund ist sehr, sehr sprunghaft bei den News und es kann
je nach Aufnahme zu erratischen Bewegungen kommen, auch zu sehr schnellen Bewegungen. Eine Spread-Ausdehnung ist ohnehin zu erwarten. Insofern im Vorfeld da ruhig mal mit Vorsicht agieren. Aber wenn dieses Level hier hält, auch wenn es einen Spike nach unten gibt, der Markt dann entsprechend schnell wieder reversiert und per 15-Minuten-Kerze oder auch Stundenkerze hier sich dann stabilisiert, das ist ein wichtiges Niveau. 1,5340, 1,5345, roundabout plus minus 5 Pips. Genau diese Zone sollte im Auge gehalten werden. Das wird heute definitiv interessant. Kurzfristig lässt sich hier eine marginale Abwärtstrendlinie einzeichnen. Können wir das Ganze auch nochmal verwandeln in eine Art Trendkanal, um hier, wenn der Zug gen Süden Fahrt aufnehmen sollte, auch gleich mal eine Groborientierung zu haben, wohin denn hier tendenziell technisch der Weg gehen könnte. Denn faktisch ist, wenn das Niveau hier 1,5340 aufgegeben wird per Stundenschluss, dann spricht viel dafür, dass das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar sich hier weiter nach unten bewegt und dann natürlich nach oben nichts kommt. Aber die FTSE-Logik, die JFD-Stream-Beobachter haben das heute Morgen schon gesehen. Ich hatte heute auch schon wieder die Forex-Kristallkugel ausgepackt sozusagen. Wir haben hier oben das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar und da sehen wir hier sehr schön, gut, das ist ein bisschen verzögert, aber man sieht hier einen Spike nach unten rein von der Fuzzy-Logik abgeleitet, also hier von der Pattern-Abfolge der jüngsten Vergangenheit gepaart mit der Saisonalität und das auf Intraday-Basis, wirft hier die Vorausschau aus, dass das britische Pfund hier einen Spike nach unten erfährt, um dann aber letztlich im weiteren Tagesverlauf hier dynamisch nach oben anzuziehen und neue Tageshochs zu machen. Das passt eigentlich ganz gut ins Bild der aktuellen technischen Analyse, wie wir hier eben sehen im Stundenchart. Meinetwegen Spike nach unten, dann aber hier stabilisieren. Und wenn wir diesen kurzfristigen Abwärtstrend brechen, dann wäre es hier sehr, sehr interessant. Achten Sie auf den Daily Pivot Point, der heute hier bei 1,5378 liegt. Wenn wir darüber rausgehen, und das hatten wir hier in der Morning Session schon mal versucht gegen 6 Uhr, aber wenn es diesmal gelingt, wäre die Trendlinie eben gebrochen und mit den aktuell vorhandenen 32 Pips Range haben wir hier auch noch deutliches Potenzial nach oben, was dafür sprechen könnte, dass wir hier eben die jüngsten Verlaufshochs angreifen könnten, wenn das britische Pfund hier ausbricht. Falls es eben nicht passiert, ganz klar, da muss man sich nach unten orientieren, dann haben Sie hier die Support Levels, aber hier auch sehr auffällig das Niveau um 1,5230, also gute 100 Pips tiefer, dürfte sich hier in diesem Horizontalbereich dann möglicherweise eine Erholung einstellen. Leider können wir heute nicht live 10:30 Uhr aufgrund eines Termins die News beobachten. Sie kennen das, JFD Live Trading TV ist da gern an den News dabei. Das machen wir in Bälde definitiv wieder. Heute terminlich leider nicht möglich, aber halten Sie es im Auge. Wir werden das definitiv in Kürze wieder machen, dass wir zu den British Pound News da natürlich auch on air gehen. Im Nachgang können wir das heute unter Umständen nochmal besprechen, was denn hier passiert ist im Nachgang. Aber jetzt erstmal aufgepasst. Na, gut 50 Minuten kommen die News rein und mal abwarten, was dann passiert. Ich wünsche Ihnen bis dahin erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Sende beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.